Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shadow of the Colossus. So, in der letzten Folge haben wir das komische Wasservieh erledigt. 50 Minuten, Leute. 50 Minuten haben wir gebraucht. Okay, nicht der Kampf alleine, aber bis wir dorthin gefunden haben und bis wir den mal gelegt hatten. Furchtbar. So, jetzt würde ich aber sagen, schauen wir doch mal, wie es weitergeht. Und zwar mit dem achten Koloss. Ich mache mal das Bildmachgerät an. Servus, Leute. So, und jetzt schauen wir doch mal. Und wenn euch die Folge gefällt, lasst mir doch ein bisschen Support. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. So, okay, jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwie hier unsere Energie auffüllen müssen oder nicht. So, sehr schön. So, wo ist mein Hütte Hü? Abro. Da ist mein Hütte Hü. So, okay. In diese Richtung, okay. Hoffen wir mal, dass es diese Folge schneller geht, dass wir den hier legen. Achte Koloss, dann sind wir eh schon bei der Hälfte jetzt. Sind auf dem richtigen Weg, Leute. Hoffe ich mal. Nicht, dass wir wieder verlaufen. Letzte Folge haben wir uns ja ein bisschen verlaufen. Aber schauen wir mal, dass es jetzt besser läuft. Ja, die Wege werden auch immer weiter. So, jetzt lang. Ah, okay. Wir können es reingehen. Okay. Ich glaube, wir würden unser Pferd hier bestimmt nicht weiter wollen, oder? Unser Hütte Hü! In den Tiefen des Waldes. Also denke ich mal dann hier lang. Pferd lässt sich echt komisch steuern. Okay, gehen wir mal ohne Pferd weiter. Hier gibt es eh keinen Weg fürs Pferd, oder? Nö, sieht nicht so aus. Okay. Ich denke, dass wir hier rüber müssen, oder? Jo, schaut gut aus.
Das Einzige, was ich mir so ein bisschen kritisiere an dem Spiel, für die Steuerung hätten sie echt noch ein bisschen überarbeiten können. Die ist wirklich noch genauso schwammig wie zu PS2-Zeiten. Also das hätten sie machen können. Dann wäre es perfekt eigentlich gewesen. Aber okay. Muss man nehmen, wie es kommt, würde ich sagen. Da haben wir auch schon den nächsten Koloss. Schätze mal, ja, das ist so ein Salamander oder was es ist. Dann müssen wir mal schauen, wie wir den machen. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß gar keine Taktik mehr. Denk auf jeden Fall bestimmt Pfeil und Bogen. Ist hier irgendeine Tür weiter offen? Ist der immer noch da unten? Yep, okay. Ich habe hier irgendwo raus kann. Okay, hier scheint ein Weg zu sein. Nein! Ey Gott! Gift oder was ist das? Ich hoffe mal, dass wir hier irgendwie auf den seine Füße schießen müssen. Okay, verstehe. Wir müssen da irgendwie runter. Aber wie? Wir müssen irgendwo... Also wir müssen ihn praktisch runterschießen, das ist mir schon mal klar. Okay. Das dürfte ja nicht das Problem sein. Wo der jetzt hinrennt. Wo hängt der denn, der Klon? Da runter. Ja. Dann gehen wir hoch, komm.
schauen, dass ich hier hochkomme. Hier geht's hoch, okay. Vielleicht müsste man eigentlich gehen, wenn jetzt hier hochgeht. Na komm, Butt, komm hoch hier. Stoß noch. Einfach biebsch. Ernsthaft? Jetzt komm hoch. Oh, das ist Gift. Bäh. Schuppte des Kolosseums. Ich muss sagen, die laufen eigentlich, wenn man mal die Taktik weiß. Halbzeit, Leute.
Okay, Leute. Unser nächster Feind ist an einem ausgetrockneten See. Den schauen wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Bis dahin wird nur viel Spaß auf meinem Kanal. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich einen Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Reingehauen. Ciao, ciao. Euer Andi.